Servus, ich bin's, euch, ich bin Mike. Und ich möchte euch heute gerne mal was zeigen, mal was anderes als ein Unboxing oder Review. Und zwar geht das, wie bekommt man einen Klingelton auf iOS-Gerät? Also auf dem iPhone oder sonstiges, auf dem Apple-Gerät. Also meistens ist es ja ein iPhone. Und wie bekommt man einen Klingelton von Anfang bis Ende auf sein iPhone-Gerät? Und weil bei Android ist es ganz einfach, da macht ein USB rein, macht das Lied, was ihr haben wollt. Ihr müsst es zwar runterladen vom PC und dann das Ganze über einen USB-Stick auf euren PC ziehen, beziehungsweise dann, wenn es heruntergeladen ist, braucht das nicht mehr zu tun. Und dann einfach auf dein Android-Handy draufziehen über ein USB-Kabel und dann ist das Ganze geschehen. Beim Apple-Gerät ist das halt nicht so ganz einfach. Ihr müsst da mehrere Dinge beachten und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Und dafür habe ich hier ein ganz normales E-Book, sage ich mal, kein Notebook oder sonstiges. Und dann bleibt dran, haut rein. Ich bin Mike, ciao. So, ich habe euch direkt mal jetzt vor Ort das E-Book sichtbar. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Also, als erstes macht ihr halt ganz normal den Browser auf. Ihr Google Chrome habe ich zum Beispiel, gibt es auch noch Firefox und sonstiges. Dann gehen wir mal da rein, dann kommt hier die Seite, ganz normal, wie man es kennt. Dazu gehe ich als erstes in mein Converting, das nennt sich Converter2mp3.net. Und dann habt ihr das Ganze so, ist es sichtbar, ist ein Online-Dienst, ganz normal und schlicht und einfach. Ich hoffe, man kann das Ganze erkennen. Dann mache ich eine zweite Seite auf, das ist das ganze normale YouTube. Und auch den öffne ich ganz normal. Jetzt tue ich mir ein Lied aussuchen, was weiß der Geier, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mit GEMA hier irgendwie mal hier irgendwie Stress zu bekommen. Ich mache jetzt irgendwie mal ein Lied zum Download, wie ihr das auch sieht. Ich gehe hier drauf, stopp das Ganze. So, dann nehme ich hier oben, kann man sehen, den Link, den werde ich hier markieren. Komplett in der Leiste. Kopiere das Ganze, den Link. Gehe hier auf dieses Converting N2MP3. Ich hoffe, man kann das Ganze gut erkennen. Wird das hier in der ersten Video-Link-URL-Leiste einfügen, werde dann hier, gehe hier auf Umwandeln, also hier oben, da mache ich nichts, lasse das Ganze mal auf MP3. Da könnt ihr auch noch andere Dinge aussuchen, aber ich lasse das Ganze auf Standard, also MP3. Geht dann hier auf Umwandeln, das Ganze. Ihr wartet kurz. Das kommt wieder so ein Blöd. Das Ganze könnt ihr unbeachtet lassen, dass die Werbung, was eben kam. Dann habt ihr hier auch nochmal den, ja, St. Paul und so und was für Lied das ist, geht ihr auf Weiter. Und geht dann hier auf Download starten und dann geht das Ganze hier unten in eurem Ordner von eurem PC. Das Ganze findet ihr dann hier, wenn ich hier unten bei Windows gehe, hier rein. Kleinen Moment, der PC ist nicht so schnell. So, kleinen Moment, ich mach mal eins zu. Das sind jetzt drei offen. Zack. Geht dann hier auf Download, also den Ordner kennt ihr, habt ihr alle bei euch im PC drinne. Und dann hat man hier das Ganze gespeichert. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, steckt ihr hier neben den USB-Port rein. Hier ganz normal den USB-Port steckt ihr rein. Tut das Ganze einmal kopieren, geht ihr hier drauf auf kopieren, dann geht ihr auf dieser PC, dann ist hier, wenn ihr euren USB-Stick hier reinsteckt, hier auch sichtbar auf dem Bildschirm und dann geht ihr auf euren USB-Stick, geht dann wieder auf einfügen und dann habt ihr das Ganze auf USB gespeichert und wenn ihr das gemacht habt, geht es dann weiter
zum nächsten Schritt. Dafür nehme ich jetzt meinen Mac. Das geht auch mit ganz normalen PCs oder E-Books oder Notebooks oder was weiß der Geier. Und wenn ihr normale Windows habt, müsst ihr dazu iTunes herunterladen. Das Ganze geht hier einfach in Google Chrome. Wenn ihr ein Windows-PC haben solltet, geht ihr nur in Google oder in Firefox ganz normal rein. iTunes eingeben, Downloading. Und dann könnt ihr das Ganze herunterladen. Und hier oben haben wir schon stehen, Download, dann würdet ihr aktivieren und dann habt ihr auch iTunes auf euren Windows-PC. Das braucht ihr dazu. Ich brauche das jetzt nicht mehr, weil mein Mac hat das schon Standard drauf. Die Macs haben das alle. Und dann sehen wir uns bis gleich. Haut rein. Und Peace, Bruder. Bis gleich. Ciao. So, jetzt geht das Ganze weiter. Jetzt bin ich an meinem Mac. Der nächste Schritt wäre, das Ganze, den USB-Stick am Mac reinzustecken. Dann wird hier oben rechts, wo meine Maus ist, ich hoffe, man kann es gut erkennen, dann einen Stick angezeigt. Das macht ihr euch ganz normal auf dem PC. Dazu geht ihr bei Mac in den Finder und würdet praktisch hier drüben dann das Ganze sichtbar sein. Ja, das ist ein bisschen doof. Warte mal, ich muss ein bisschen meine Kamera ein bisschen anders formulieren. So, und dann müsst ihr das Ganze im Finder, wird das dann angezeigt. Und dann müsst ihr das von dem Stick hier oben den Stick auf den Ordner übertragen, das Ganze. Bei mir sind dann hier die Dokumente. Und dann gehe ich dann hier auf die iTunes und dann könnt ihr die ganze Lieder hier sichtbar euch ansehen und dann wären sie auch drinne. Das wäre dann der Schritt. Also nochmal von eurem Stick hier oben rechts. Dann öffnet ihr den Ordner, den Stick-Ordner und zieht dann praktisch vom Stick-Ordner das Lied, was ihr heruntergeladen habt, vom Windows-PC hier rein. Und dann ist das Lied hier drinne. So, aber das ist ja das komplette Lied. Der nächste Schritt wäre dann, ihr müsst dann das Ganze hier, also ich mache es mal zu, in iTunes rein. Dann ist das Ganze hier offen. Dann müsst ihr euer iPhone verbinden. Das mache ich jetzt mal gerade ganz schnell. Das ist eigentlich ganz easy. So, ich werde jetzt mein iPhone verbinden. Es müsste gleich das iPhone hier oben aufblinken. Das dauert immer so einen Augenblick. Jetzt kommen da. Diese Bildergalerie, die geht immer automatisch auf. Und jetzt hier oben haben wir dann auch das iPhone-Symbol. Wenn das hier sichtbar ist, hier wo meine Maus ist, ist das iPhone-Symbol. Da geht ihr drauf. Und dann habt ihr halt euer iPhone, die ganze Daten und sowas. So, und jetzt wollt ihr ja das heruntergeladene Lied von eurem Ordner in iTunes bringen. Wie geht das? Okay, das Ganze geht hier oben, wo Ablage steht. Ich glaube, könnt ihr es gut erkennen. Da oben ist Ablage, da geht ihr drauf. Geht auf zu Mediathek hinzufügen. Dann kommt ein Ordner, das ist euer Musikordner, was ich eben drin war, und sucht euch einen Song aus, klickt auf den Song und geht auf Öffnen. Das habe ich Ganze schon gemacht und dann ist das Ganze in eurer Musik drin. Die Musik wäre dann diese Spalte hier und dann könnt ihr sehen, dass das Lied hier auch schon vorhanden ist. Ist es jetzt drinne? Ja, es ist drinne. Der rote Pfeil ist, ich hoffe, man kann das gut erkennen hier, der schwarze Pfeil, das ist das Lied. Und der nächste Schritt wieder für das Lied, müsst ihr nochmal aufs iPhone drücken. Dann, das Ganze synchronisiert, ist jetzt aber nicht so wichtig. Das macht das iPhone immer jedes Mal, wenn ihr das an iTunes hängt. Dann müsst ihr auf
Dateifreigabe drücken. Dann habt ihr sowas. Das sind eure Apps, was auf dem iPhone sind. Und ihr müsst auf euren iPhone über iTunes, den App Store meine ich, diese App herunterladen. Die nennt sich Ringtone. Die lädt ihr euch ganz normal herunter. Die ist kostenlos. Und die ganze. Und dann könnt ihr euch das runterladen. Ich habe hier noch eins mit Ringtones. Das ist auch die gleiche. Und der Ringtone oben, das blaue, mit dem blauen Symbol, mit der Musiknote. Die könnt ihr euch herunterladen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen, wo der Pfeil, der schwarze Pfeil vorhanden ist. Und das müsst ihr bei eurem iPhone dann herunterladen, diese App. Und dann wird es hier auch angezeigt. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr in eurem iPhone reingehen. Das werde ich euch mal ganz kurz zeigen. Dazu gehen wir zu meinem iPhone. Das iPhone ist hier. So. Und dann müsst ihr das Ganze in euer iPhone, der Ringtone hier öffnen. Das ist hier diese ganze Geschichte. Die öffnet ihr Ganze. Dann geht ihr auf Starten. Dann geht ihr auf Songs. Und dann könnt ihr hier euch den Song aussuchen, was ihr euch heruntergeladen habt. Ja, das war der Song, was eben vorhanden war. Den sucht ihr euch aus und dann drückt ihr da drauf und dann könnt ihr das Ganze schneiden. Das Ganze geht nur 40 Sekunden, ja. Das ist beim iPhone einfach so eingestellt, 40 Sekunden. Ihr könnt das hier hinher switchen, wie ihr es braucht. Und wenn ihr das euch gefällt, drückt ihr hier oben auf den Haken und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ihr könnt den Song euch so anschauen und so bearbeiten, wie ihr das möchtet. Der Song geht aber nur 40 Sekunden. Alles, was dann hinausgeht, geht nicht mehr. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Aber ich habe euch noch was vergessen zu erzählen. Und zwar, wenn ihr euch den Klingelton habt, ja, ihr müsst ja erstmal den Klingelton auf eurem iPhone bekommen. Okay, das Ganze ist ganz einfach. Ihr geht nochmal, ich gehe nochmal zurück auf euren iPhone. Das ist hier oben das kleine Icon. Geht hier drauf. Dann geht ihr auf Musik. Dann habt ihr oben den Haken Musik synchronisieren. Dann tut ihr also einschalten und dann könnt ihr die ganze Mediathek, das macht ihr leider nicht. Ihr geht auf den ausgewählten Playlist, Künstler, Alben und Genres. Das tut ihr aktivieren und dann könnt ihr hier neben rechts das Ganze euer Lied suchen, wie das heißt. Ihr klickt das Ganze mal an, geht auf Synchronisieren und dann ist das Lied auf eurem iPhone. Und dann macht ihr diesen Schritt mit der App, was ihr euch ja schon heruntergeladen habt, mit der Ringtone. Und dann geht ihr da rein in diese App und sucht euch das Lied aus. Ihr tut das wie eben gezeigt schon. Ganze mal bearbeiten und ihr könnt das bis 40 Sekunden schneiden. Drückt auch oben rechts den Haken. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr wieder zu diesem Schritt, wo ich euch jetzt zeige. Ihr drückt dann auf Ringtone. Dann kommt rechts so eine Spalte, wo die ganzen Lieder drin sind. Und dann drückt ihr auf dieses Lied, was ihr eben gemacht habt, drauf. Und dann geht ihr auf Sichern unter, ganz wichtig, und tut es dann wieder in eurem Musikordner abspeichern. Habt ihr das jetzt gemacht? Habt ihr fast alles schon geschafft? Der nächste Schritt wäre dann, ihr öffnet dann bei euch den Finder, hier unten links, geht auf euer Dokumente, wo euer Lied gespeichert ist oder sonstiges Ordner, ist egal wo. Und dann nehmt ihr das Lied und zieht das Ganze. Müsst ihr hier unten bei iTunes nochmal auf Töne drücken, das ist euer Klingelton, Tone-App oder Töne-App. Und dann könnt ihr das Lied, was ihr eben heruntergeladen habt, das erkennt ihr daran, wenn hinten eine M4R steht, könnt ihr das Ganze erkennen. Und dann könnt ihr einfach linke Maustaste gedrückt halten und das Lied einfach so hereinziehen. Ganz locker und easy hereinziehen. Und dann ist das Ding in euer iTunes-Ordner. So, und dann geht ihr nur noch auf
synchronisieren. Das Ganze kennt ihr schon hier unten. Neben dem blauen Button, wo fertig steht, da drückt ihr drauf und das Ganze ist in eurem iPhone drinne. Und dann müsst ihr nur noch in euer iPhone in die Einstellung. Dann geht ihr in die Einstellung und dann geht ihr auf Töne App, Rington oder Töne, wie man das auch nennt. Und dann habt ihr dann also die Auswählung, welche Klingeltöne ihr haben möchtet, auch das heruntergeladene Lied. Und das ist dann die Töne und Haptik. Und dann könnt ihr das Ganze mal auswählen als Nachrichtston, Klingelton oder sonstiges. Und dann ist das Ding gespeichert und das war's auch schon. Und das ist der ganze Act und der ganze Spaß. Und das ist der ganze Rotz, sage ich mal, wie ihr das Ganze macht. Und so einfach ist der Klingelton zu haben. Und das war's eigentlich zu dem Großen und Ganzen, wie man den Klingelton erstellt, weil es gibt immer so viel wenige Leute, wie das Ganze erklärt. Ich hoffe, ich habe das euch gut erklären können. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Das ist kein Problem, weil es ist doch ein bisschen viel Input, was ich euch da erzählt habe. Und falls ihr Hilfe braucht, könnt ihr mich auch an mich wenden. Schreibt mir einfach das in Kommentare drunter. Ich werde euch die ganzen Links und sowas von den Anfangsdaten, wie man das herunterladen kann und sowas, werde ich euch hier in dem Link verlinken, in der Beschreibung, ist kein Problem. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und das Video gefällt euch und ist hilfreich und sowas, gebt mir einen Daumen nach oben. Das Ganze ist kostenlos, abonniert meinen Kanal, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nur daher könnt ihr mich unterstützen, dass ich noch mehr Erfolg habe bei YouTube. Und das Ganze, wie gesagt, ist kostenlos. Dann sieht man sich zum nächsten Video. Haut rein. Bleibt gesund, euer Mike. Ciao. Peace.